Yo Leute, Dopedämpfer, TV ist wieder hier und heute gibt's wieder das wöchentliche Tabakvideo, also von den Tabakpflanzen her. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass jemand halt geschrieben hat, ich habe das auch schon mal irgendwo anders gehört, dass man eben bei diesen Tabakpflanzen die Blüten abschneiden muss, damit irgendwie das Nikotin wieder zurückgeht. Also ich habe das so nachgelesen, ich habe echt keine Ahnung, ob das stimmt, ich hoffe es mal zumindest. Dass eben die Pflanze darauf ausgerichtet ist, eben diese Blüten so groß wie möglich zu bekommen und dementsprechend dann natürlich auch sehr viel Samen zu verlieren, damit sie sich natürlich ausbreiten kann. Und wenn eben diese Blüten weg sind, dann hat die Pflanze sozusagen eigentlich fast keinen Bedarf mehr, irgendwas zu machen, außer sich eben zu schützen mit dem Nikotin in den Blättern. Dann tut es halt sehr viel Nikotin in die Blätter rein, damit eben, wenn, keine Ahnung, irgendjemand vorbeikommt und es frisst, dass es eben nicht so gut für dieses Lebewesen oder was auch immer ausgeht. Soweit weiß ich jetzt. Ich hoffe, das stimmt. Wenn nicht, dann schreibt einfach in die Kommentare, was da los und so. Also am Anfang seht ihr eben, wie ich die Blüten abknipse und dann seht ihr auch, wie schon die untersten, die von jeder Pflanze ungefähr 2 bis 3 Blätter, die untersten abmache und dauern auch heute noch eventuell sie aufhängen werde. Was heißt eventuell, das mache ich heute noch und dann schauen wir mal weiter. Das seht ihr dann natürlich am nächsten Sonntag und ich hatte die Woche echt nicht viel Zeit. Für ein Video zu machen. Ich hoffe, nächste Woche wird irgendwie besser oder halt ergibt sich mehr, dass ich ein Video machen könnte oder was weiß ich. Also es war auch eigentlich das Frage- und Antwort-Special schon sozusagen schon fast bereit. Die Kamera war da, die Fragen waren aufgeschrieben, die Antworten waren aufgeschrieben. Alles hat eigentlich gepasst. Akku war da und alles. Aber das Größte, also das Geilste ist, ich hatte bloß eine 2 GB SD-Karte da. Die Spiegelreflex hatte vorher schon, also von meiner Freundin, 1 GB. Und ja, wenn du ein HD-Filmchen drehen willst mit 2 GB, da bist du vielleicht mit, ich weiß jetzt nicht ganz sicher, mit 15 Minuten ungefähr dabei und ich brauche da eindeutig länger und deswegen hat sich das Ganze dann eben auch verschoben. Und ja, jetzt habe ich wieder eigentlich genug gelabert. Ich werde mir aber demnächst, schätze ich mal, eine entweder 64 oder 128 GB SD kaufen, weil ja eh demnächst die Kamera gekauft wird. Ich warte jetzt nur noch darauf, dass eben Weihnachten, da gucke ich erstmal vorher im Internet, vielleicht wisst ihr es auch, ob vor Weihnachten oder nach Weihnachten Elektronikpreise billiger sind. Ich glaube aber fast nach Weihnachten, weil halt da viele Restposten noch verkauft werden müssen. Und ja, jetzt haben wir ganz schön übers Thema der Welt gesprochen. Und ja, dann würde ich sagen, ich bin euer Weg. Bis die Tage. Ciao.